Seit rund anderthalb Jahren kennen wir den aktuellen Passat in- und auswendig. Jetzt kommt der Wolfsburger Variant im Offroad-Paket. Das könnte man schon fast Tradition nennen. Immerhin kam der Passat B2-Variant, genannt Synchro, schon 1984 erstmals mit Allradantrieb. Den Passat-Variant mit der weiterentwickelten 4Motion-Technologie gibt es seit 2001 und seitdem heißt er eben auch Alltrack. Und jetzt kommt die zweite Generation. 33.500 zu 38.500, so groß ist der Unterschied zwischen einem Alltrack gegenüber einem normalen Passat-Variant mit Allradantrieb und gleicher Motorisierung. 5.000 Euro wollen die Wolfsburger also für ein bisschen rustikale Offroad-Optik. Aber kann man das wirklich so salopp sagen? Wie viel mehr Auto bekommt man eigentlich für sein Geld? Auf den ersten Blick gibt es für die fünf Riesen eben nur einen riesigen Blickfang, der allerdings funktioniert. Allein die Farbe unseres Testwagens springt einen förmlich an. Habanero Orange nennt sich das Ganze und ist ausschließlich für den Alltrack zu haben. Die silbergehaltene Dachreling sowie die rustikalen Plastikplanken fallen schon von Weitem auf. Zierleisten und ein veränderter Grill mit matten Chromelementen, in denen sich die serienmäßigen Nebelscheinwerferrahmen, gehören zum Gesicht des Offroad-Optikers. Ansonsten kennzeichnen den Alltrack gleichnamige Schriftzüge. Die findet man auch an diversen Stellen im Innenraum, der sonst ganz Passat ist. Und so schluckt auch der Alltrack wie sein Bruder maximal 1769 Liter. Im Basismodell des Alltracks arbeitet ein 150 PS starker Diesel mit manueller Sechsgangschaltung. Unser Testwagen hat den Topmotor kombiniert mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Vierzylinder leistet satte 240 PS und hat ein mächtiges Drehmoment von 500 Newtonmetern. 234 km/h sind Spitze, die 100 knackt er in weniger als 6,5 Sekunden. Der Verbrauch liegt laut Werksangabe bei lediglich 5,5 Litern. Wir hatten bei unserer zackigen Testfahrt knapp über 7 auf der Uhr. Der Diesel macht richtig gute Laune, hat ordentlich Druck auf dem Kessel und man will eigentlich immer nur auf dem Gas stehen. Immerhin ist der Vierzylinder Biturbo der drehmomentstärkste Motor, der je in einem Passat verbaut wurde und dafür überraschend leise. Spaß macht er ja, der dickste Motor, aber braucht man ihn? Nein, auch der kleine 150 PS Diesel langt vollkommen aus, außer man hängt sich was an den Hintern. Boot, Wohnwagen, Pferd, bis zu 2200 Kilogramm zieht der Alltrack weg. Was nun aber wirklich praktisch ist, ist der Anhängerassistent. Mit ihm wird das Rückwärtsfahren mit Hänger zum Kinderspiel. Rückwärtsgang rein, Assi an und per Drehknopf, Rückspiegel und der Rückfahrkamera den Anhänger wie ein Vollprofi absolut spurtreu dirigieren. Das wird sicher vielen Autofahrern, denen die Übung mit Hängerfahren fehlt, viel Angst nehmen. 2,75 cm mehr als der reguläre Bruder und damit insgesamt 17,4 cm Bodenfreiheit hat der Offroad-Variant. Damit wird er nicht automatisch zur Bergziege, aber immerhin marschiert er konsequent über unwegsame Pfade. Normalerweise wird er fast ausschließlich über die Vorderachse angetrieben, aber bei Bedarf schaltet sich zur optimalen Traktion in Sekundenschnelle die Hinterachse stufenlos dazu. Dazu kommt eine als Längssperre fungierende Haldex-Kupplung sowie die elektronische Differentialsperre und das elektronische Stabilisierungsprogramm, welche als Quersperre dienen. Selbst ein Berganfahrassistent ist mit an Bord. Wirklich brauchen tut man das nicht. Viel wichtiger ist in so einem Auto das Gefühl, wenn ich will, könnte ich ja. Macht der Passat als Alltrack nun Sinn oder nicht? Ja, er tut es, denn die Offroad-Optik sieht richtig gut aus. Mit Allrad und Höherlegung schafft er auch leichtes Gelände und weil er eigentlich ein Kombi ist, ist er auch sportlicher als ein SUV. Ob das jetzt einen Preisunterschied von 5.000 Euro wert ist, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Die müssen dann nur fast immer bereit sein, mehr als nur 5.000 Euro mehr auszugeben, denn unser Testwagen kostet in der Basis schon über 47.000 Euro. Und auch über 60 sind locker drin. Aber zumindest ist eins immer inklusive: das Gefühl, wenn ich will, dann kann ich ja auch.